Willkommen zum Test. Heute mit 3 Watt LED gegen 20 Watt Halogenspots. Die LED-Strahler zeige ich euch in der Warmweiß-Variante, die auch Daywhite genannt wird. Das soll dem Tageslicht am nächsten kommen. Und in einer kaltweißen Variante. Das ist eher so ein kühleres Licht, was aber auch heller ist. So sieht das Ganze in meiner Wohnung aus. Ich nutze immer 4 Spots auf einmal und kombiniere hier immer 2-mal kaltweiß und 2-mal warmweiß. Da hat man das meiste Licht und es sieht noch schön aus, weil das reine kaltweiß ist sehr hell, das wirkt sehr steril. Für kleine Räume reichen 4 dieser kleinen 3 Watt Spots, aber für größere leider nicht mehr. Angeblich soll einer dieser Spots 38 Watt entsprechen, aber das sind Wunschvorstellungen der Hersteller. Hier im direkten Vergleich. Links Halogen, dann kommt Warmweiß und Kaltweiß. Bei vielen Herstellern erkennt man die Warmweißen daran, dass sie vorne einfach gelb eingefärbt sind. Bei meinem Modell hier, das ist übrigens No-Name von eBay, sieht man das nicht so. Da sehen die eigentlich fast gleich aus. Ja, die Warmweißen sind ein kleines bisschen gelblicher, aber minimal. Die einzelnen Spots bestehen aus 60 LEDs und sollen angeblich 270 Lumen haben. Mit den Lumen wird die Lichtstärke gemessen. Je mehr, desto besser. Der Hauptgrund, warum man auf LED umsteigen sollte, ist natürlich der Stromverbrauch. Ich teste ihn hier mit einem kleinen Stromzähler, der allerdings erst ab 2 Watt messen kann. Das heißt, man sieht hier ziemliche Schwankungen zwischen 2 und 5 Watt für die LED-Birne, aber das kommt ja so circa hin. 3 Watt soll sie haben laut Hersteller. Dagegen natürlich die normale Halogenbirne mit 20 Watt, die auch korrekt angezeigt werden. Hier mal 2 Beispielrechnungen zum Thema Stromverbrauch. Ein Halogenspot kommt auf 20 Watt. Man nutzt ja selten nur einen, also habe ich mit 4 gerechnet. 4 mal 20 macht 80 Watt. 80 Watt mal 24 Stunden, wir sagen mal, wir lassen es 24 Stunden lang brennen, kommt auf 1920 Watt. Das entspricht 1,92 Kilowattstunden. Kilowattstunden bedeutet immer 1000 Watt, eine Stunde lang ist dann eine Kilowattstunde. Kann man sich auch ausrechnen, was der Hafen verbraucht mit 1500 Watt. Gut, 1,92 Kilowatt bei ca. 25 Cent im Moment pro Kilowattstunde kommt auf 48 Cent. Für 24 Stunden 4 Halogen-Spots. Dasselbe mit 3 Watt LED-Spots, auch wieder auf 4 Stück bezogen, kommt auf 7 Cent für 24 Stunden. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Kommen wir zum direkten Lichtvergleich. Angeblich sollen meine Halogen-Spots ja 38 Watt ersetzen oder entsprechen im Vergleich zu Halogen. Hier sieht man rechts die 20 Watt Halogen-Birne. Und links die 2 Spots. Zuerst kommt das Warmweiß und dann kommt Kaltweiß zum besseren Vergleich. Und ich würde sagen, dass meine Birnchen etwa 15 Watt entsprechen, aber mehr auch nicht. Wobei das auch reicht. Also wenn man 4 Stück davon benutzt für kleine Räumchen, reicht das durchaus aus. So, das war's dann auch schon von mir. Ein paar Links, wo es günstige Birnchen gibt, findet ihr in der Beschreibung.